Hey na, was geht? Willkommen zurück hier zu mir und ihr in Control. Yes, yes, yo. Wir sind auf dem Trainingskurs gelandet. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bei dem Game, da gehe ich fast davon aus, dass in manchen Bildern dann so ein verwirbelter Kopf drauf ist oder dass alle gleich aussehen oder so. So weirder Shit halt. Aber das mal was ganz anderes jetzt. Ich wollte gucken, haben wir hier eine Verbesserung? Ungewöhnlich. Was haben wir denn drin? Nachladegeschwindigkeit. Machen wir mal Schaden rein. Schleudern 8, 8 und 11. Machen wir Energieregeneration rein. Also einfach das Lesen? Willkommen zum Ranger-Trainingskurs. Der Kurs muss in der vorgeschriebenen Zeit absolviert werden. Drücken Sie auf den Knopf, wenn Sie bereit sind. Ist das alles oder? Ich mochte Hindernisläufe schon immer. Bereit machen, Ranger. Kurs startet in 5, 4, 3, 2, 1. Los! Noch 45 Sekunden. Noch 15 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Nicht geschafft. Ja. Normal und schon. Komm schon. Ich schätze, das gehört normalerweise dein Schild an. Was für ein Schild?
Okay. Schild, Freunde. Okay. Ich bin noch da, oder? Hallo? Ja. Keine Ahnung, was das gerade war. Das Game ist nicht abgestürzt, aber es hat sich bei mir minimiert. Sehr scheißig. Weihnachtsbaum. Objekt muss in einer schalldichten Zelle aufbewahrt werden. Ein Plastikbaum der Marke Holiday Memories mit grünem Plastikständer. Das Objekt wiederholt Wörter, die in einer X gesagt werden. In einer Frequenz von X Hertz. Diese verbale Mimikrie hat eine äußerst verstörende Wirkung auf das imitierte Individuum. Das Objekt wurde aus einer kanadischen Forschungsstation in der Antarktis mitgenommen, wo er im Rahmen von Weihnachtsfeierlichkeiten aufgestellt worden war. 1979 hatte Sonnenstrahlung die Funkanlage der Basis beschädigt und somit die einzige Kommunikationsleitung zum Rest der Welt gestört. Nachdem die gefrorenen Seewege wieder befahrbar waren, versuchte eine Militärexpedition zur Basis vorzudringen und erneut Kontakt aufzunehmen. Sie fand die Bewohner der Basis in unterschiedlich schlechter geistiger Verfassung vor. Die Soldaten stellten fest, dass sie den Baum ebenfalls sprechen hörten. Sie sperrten das Objekt in eine Versorgungskiste und brachten es zurück zum Festland, wo die Behörde intervenierte. Heimtresor. Keine besonderen Prozeduren nötig. Das Objekt ist ein Heimtresor der Marke Guardhouse. Gewichtsmessungen fallen unterschiedlich aus, Farbe ist grau. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt Para-Utilitariern telekinetisch Gegenstände und Schutt aus der Umgebung anzuziehen. Das Objekt ist derzeit an X gebunden. Das Objekt wurde im Keller eines Hauses in X, Ohio gefunden und gewann schnell das Interesse bestimmter Online-Foren, die zum Öffnen verlassener Tresore gewidmet sind. Nach monatelanger vergeblicher Versuchen probierte der Besitzer, ihn mit Sprengstoff zu öffnen. Das Objekt überstand es unbeschädigt. Agenten der Behörde wurde losgeschickt, nun überzeugt von seiner paranatürlichen Natur. Von Zeit zu Zeit tritt Blut aus der Naht um die... What? Von Zeit zu Zeit tritt Blut aus der Naht um die Tür des Objekts aus. Tests bestätigen, dass das Blut nicht menschlich ist. Röntgenaufnahmen des Objekts zeigen, dass darin etwas gefangen ist. Die Aufnahmen sind aber immer verschwommen, was darauf hindeutet, dass sich der Inhalt des Objekts bewegt. Alle Versuche, das Objekt zu öffnen, verliefen bisher ergebnislos. Well, that's creepy.
Das ist sehr, sehr creepy. Wisst ihr, was auch creepy ist? Dass ich nicht weiß, wo hier der Ausgang ist. Ach, hier. Bereit machen, Ranger. Kurs startet in 5, 4, 3, 2, 1. Los. Ey, das ist so funny, ne? Dass die da wirklich diese Probeaufnahme von denen... Noch zwei. Okay, da ist der Aufzug, aber wir können noch in den Black Rock Processing. So langsam groove ich mich ein bisschen ein, finde ich. Okay. Hören Sie mal zu, Trench befindet sich auf dem Kriegswart wegen dieser Tennyson-Berichtssache. Er will wissen, wer den geschrieben hat, und er will es am besten gestern schon wissen. Der Schuldige wird geteert und gefedert werden. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen das gewesen ist, und ich will es nicht wissen. Ich bin echt nicht wild darauf, eine Hexenjagd zu leiten, also sagen Sie allen im Sektor, dass sie sich bedeckt halten sollen. Am besten bleibt man jetzt komplett unbemerkt, verstanden? Abgesehen von diesem ganzen irren Kram, mit dem wir es zu tun haben, kann dieser Ort manchmal ein geradezu feindseliges Arbeitsumfeld sein. Ey. Heimtresor. Das Objekt der Macht Tresor kann mittels Objekten oder Materialien aus seiner nächsten Umgebung eine Barriere erzeugen. Ranger der Behörde erhielten die Erlaubnis, schwere Geschütze gegen eines an dieses Objekt gebundenen Para-Utilitarias einzusetzen, um die Haltbarkeit der Barriere zu testen. X und X Hochgeschwindigkeitsmunition wurden mit X Ergebnissen getestet. Tests werden nach X weitergeführt. Das Objekt der Macht Tresor ist eindeutig ein praktikabler Kandidat für den Gebrauch in Kampfeinsätzen. Es Para-Utilitarian, ey, ich weiß immer noch nicht, wie ich das aussprechen soll, zu erlauben, an gewandelten Einsätzen teilzunehmen, könnte ein Vorteil sein, über den es sich nachzudenken lohnt. Okay, warte mal.
Okay, es geht nur hier lang. Okay. Du solltest nicht hier sein, nicht hier sein. Ich würde trotzdem gern wissen, warum sie so geschrien hat. Vor allen Dingen. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit dem Fahrstuhl hier fahren sollen. Alright, dann geht's jetzt hier weiter, Freunde. Ich denke mal mit dem Fahrstuhl. Mit dem Fahrstuhl kommen wir wahrscheinlich wieder nach oben. Das Geräusch gefällt mir gar nicht. Mir gefallen einfach generell gar keine Geräusche. Oh, deine Mutter. Das war knapp. Drehfeuerradschub. What? Oh, wir können den Griff aufwerten. Okay, warte mal, was haben wir? Wir haben Schaden drin. Schaden 22.
schadet gegen gegnerische Rüstung. Oder Nachladegeschwindigkeit. Nee, gegen die Rüstung. Schaden und 30 Schaden gegen gegnerische Rüstung. Alright. Kommen wir leider nicht weiter, Freunde. Durchgeschmort. Repariere es, bevor sich der Knacker in der Quelle in die Hose scheißt. Ich wusste es. Okay, Freunde. Schauen wir mal hier rein. Okay, ich denke mal, wir müssen jetzt hier den kompletten Turm neu bestromen.
Okay, und dafür gehen dann hier die Türen auf. Nice. Explosionsgefahr gebannt. Heben wir die Quarantäne auf. Komm, hier muss was versteckt sein. Ach doch, hier ist er. Direkt vorne, Alter. Okay, hier ist nichts mehr. Gib mit dem direktorialen Überbrückungsschalter die interne Quarantäne auf. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das klingt wie sowas, was man macht. Was einfach eine sehr, sehr schlechte Idee ist. Das nächste Spiel findet am Mittwoch um 8 an der üblichen Stelle statt. Ezzard schuldet mir 20. Erich? Immer noch bei seiner verdammten Siegesserie. Kann mal jemand herausfinden, wie er bescheißt? Thompson setzt sein Spiel aus wegen eines nicht ganz koscheren Vorfalls beim Ausgeben. Guy, Schuldschein von 60. Hab das letzte Mal Bier mitgebracht, dann ist dieses Mal Hepstone Stall dran. Ey, Hepstone Stall. What the fuck, Alter? Was habt ihr denn für einen Namen? Das wird gleich ungemütlich. Okay, zumindest haben wir einen Kontrollpunkt. Deshalb sind wir hier. So viel wird vom Direktor erwartet. Die Verantwortung, das Vorrecht,
die Behörde sicher durch gefährliche Gewässer zu führen. Seine Leute zu inspirieren, zu führen und zu beschützen. Der Rat steht dir zur Seite, aber sie wollen noch was dafür. Und du hältst all das in deinen alten, zittrigen Händen. Ich musste alles verlieren, bevor ich erkannte, dass die Behörde das ganze Leben des Direktors einnimmt. Es gibt nichts sonst. Würden die hier isolierten Kräfte entkommen, würden wir zurückfallen in ein Zeitalter von Aberglauben, Angst und Tod, sofern wir das je hinter uns gelassen haben. Bei jedem Notfall oder Isolationsbruch wird sofort die Quarantäne aktiv. Ich habe diese Maßnahme in meinen ersten Jahren als Direktor eingeführt. Ich wusste, wir waren anfällig. Ich habe gesehen, was Nachlässigkeit anrichten kann. Ich sorgte dafür, dass die interne Quarantäne nur vom Direktor aufgehoben werden kann, wenn er sicher ist, dass die Sektoren wieder geöffnet werden können. Der Direktor ist die letzte Verteidigungslinie. Und wenn ich Mist baue, bin ich allein schuld. Okay. Ganz schön theatralisch, der Typ, hm? Okay, Freunde, ey, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Control. Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn du willst. Und wenn du auch Bock hast, hinterlass mir gern einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.